Hallo Fische, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Fische. Madre, Rat des Schicksals, hinter den Deck. Fische, ich bin gerade, wow, ich weiß auch nicht, was ich hier sagen soll. Also momentan ist diese Energie, warte mal kurz, wir hatten es jetzt für kommende Woche, ich glaube, Sternzeichen Waage. Also schau mal, welche Karten für dich da sind. Rat des Schicksals und die Karte des Stern. Fische, was ist das, bitteschön? Beide Karten, schau mal, wie wunderschön beide Karten sind. Also diese Rat des Schicksals ist sowieso eine wunderschöne Karte in diesem Kartendeck, ja. Rat des Schicksals, ich meine jetzt um die Karte des Stern. Ja, die Karte des Stern ist auch hier wunderschön, ja. Also Fische, wir reden hier über den Schicksal, aber dass das hier Schicksal ist, das kannst du mir glauben. Es kommen Veränderungen, die du nicht erwartest. Beide Karten, großen Arkanen. Ja, beide Karten. Nummer 10, Nummer 17. Beide Karten, wichtigen großen Arkanen. Wir reden hier, dass diesen Rad hier bewegt sich jetzt. Es fängt sich hier an zu bewegen. Also wir reden über nochmals einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Viel Glück, eine Bestimmung, Zeichen vom Universum. Fische, das ist eine starke Energie. Das ist eine starke Energie. Also noch nie gehabt. Rat des Schicksals und die Karte des Stern. Zusammen, ne? Hier ist ein König der Schwerter. Hinter diesen Karte des Stern, weil eigentlich das war jetzt so. Ist ein König der Schwerter. Also ja, Wassermann ist hier sehr stark. Und ich muss dir sagen, Fische, Wassermann ist bei dir auf diesem Würfel. Wassermann und die Nummer 11. Wassermann sowieso, aber ich könnte hier bei einer Gruppe von Sternzeichen Fische auch den Fall haben, dass du irgendeine juristische Situation noch hier offen hast. Und jetzt kommt das Ergebnis. Ein positives Ergebnis kommt hier für dich. Positives Ergebnis. Wow, ich bin mit deiner Energie. Ich meine jetzt nochmals, Fische, eine ähnliche Energie hatte ich jetzt bei Sternzeichen Waage. Wenn ich mich nicht irre, das war Waage. Aber es muss nicht mal auch mit dir zu tun haben, ja? Ich meine, okay, der König der Schwerter ist auch da. Wow, ich weiß auch nicht. Schau mal bitte jetzt, Fische. Du musst auch mitschauen. Schauen, was das hier für dich heißen könnte. Weil wir haben nicht alle das gleiche Leben. Von da aus spricht für dich anders als für mich, ja?
Also hier bin ich nicht nur am Arbeiten, da hier musst du auch arbeiten und schauen, was diese Energie für dich sein kann, weil das ist eine starke Energie. Hier hast du nämlich die Karte der Teufel, Ritter der Münzen und Ass der Schwerter, König der Schwerter, Ass der Schwerter, die Karte der Stern. Ich habe hier eine neue Mentalität bei dir, neue Ideen. Ich habe natürlich hier eine juristische Situation, in manchen Fällen doch, bei einer Gruppe. Egal worüber das hier spricht, Fische, wir können hier, egal wie deine Situation ist, worüber wir hier reden, aber du musst schauen, wo du dir das hier anpassen kannst, weil ich könnte hier viel Geld auch sehen. Ne? Ritter der Münzen und die Karte der Teufel, sprichst du bei viel Reichhaltigkeit, viel Geld. Die Ass der Schwerter spricht natürlich über eine Kommunikation. Nochmals, eine Kommunikation, die irgendeine juristische Situation gibt es hier. Sagen wir mal, dass wir hier mit einem Betrug mal zu tun hatten. Zum Beispiel jetzt. Wir hatten mal bei dir mit einem Betrug zu tun gehabt. Man hat dir Geld geklaut. Egal wie. Egal wie. Es könnte über Internet gewesen sein, durch deine Kreditkarte gewesen sein, Bank oder sonst eine Behörde. Irgendwie wurde da eine Ungerechtigkeit gemacht. Verstehst du, was ich meine? Du musst jetzt schauen. Und das ist lang her, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht, ich bin ohne Worte hier. Mit dieser Kombination von Karten, die wir für dich auf dem Tisch haben, ich bin ohne Worte. Der Teufel, Ritter der Münzen. Viel Geld. Also das ist Materielles, das ist Geld. Der Teufel plus der Ritter der Münzen. Wir reden über das Materielles. Ass der Schwerter und König der Schwerter. Das ist Kommunikation und für mich sogar etwas, entweder was mit der Polizei sogar zu tun hatte, eine Anzeige bei der Polizei. Ich habe eine Situation bei der Polizei gemeldet, weil es handelte sich um einen Betrug. Nochmals, egal wie deine Situation ist, weil ich weiß das nicht. Das hat jetzt Zeit genommen irgendwie. Und hier kommt ein positives Ergebnis, denn Schicksal bewegt sich positiv für dich. Ich meine jetzt, das ist eine starke Energie. Einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Glück. Hat das hier jetzt mit einer Person zu tun? Eine Person, die Wassermann, Steinbock, Schütze, Fische. Eine Person, die irgendwie sich Zeit genommen hat, wegen der Arbeit auch. Ich weiß auch nicht. Ich bin in deiner Energie. Fische sehr stark auch hier bei dir. Waage. Ja, wir haben hier Luftelemente. Der Stern nochmals gibt es ja nicht, oder? Den gleichen Fall hatte ich bei Sternzeichen Waage. Hat Ratte Schicksals und dann hinter den anderen Deck Ratte Schicksals auch. Bei dir ist die Karte der Stern und die Karte der Stern. Schau mal, diese Farbe, die sieht wie meine Haare aus. Die gleiche Farbe. Also die Karte der Stern. Nochmals, es kommt Licht und Klarheit in eine Situation hier. Wow, der König und die Königin der Stäbe. Der Wagen. Der König und die Königin der Stäbe und die schauen sich an. Uiuiuiui, warte mal.
Also das wird hier interessant werden, das sage ich dir. Schaue mal bitte Fische, in der Mitte hast du zwei der Schwerter. Zwei der Schwerter in der Mitte von deiner Legung. Sprich, du über eine Situation, die du nicht sehen kannst. In manchen Fällen, diese Person trägt ja, die Augen sind zu. Also ich sehe nichts. Eine Situation kannst du hier nicht sehen. Etwas kannst du hier nicht sehen. Zwei der Schwerter sprichst du über eine Blockade. Vielleicht hast du eine Person blockiert. Zwei der Schwerter spricht ja über eine komplizierte Entscheidung, die ich treffen muss. Die Entscheidung ist tatsächlich kompliziert. Zwei der Schwerter. Und Ast der Schwerter. Also egal wie, was ich bei dir sehr stark spüre, Fische, ist Klarheit und Licht. Du hast überall Karten, die für eine Wahrheit spricht, ja? Also du hast hier der König der Schwerter, das ist die Wahrheit. Ast der Schwerter, die Wahrheit. Plus die Karte der Stern. Ich meine, wir reden hier bei dir über Licht, Klarheit und eine Wahrheit. Von da aus, das ist perfekt, ja? Also du hast aber hier eine starke Energie, Fische. Weil schau mal, hier in der Mitte hast du diese Kombination. Also der Gehängte, zwei der Schwerter, Königin der Schwerter, Luftelement, Sternzeichen Waage, Zwilling, Wassermann. Wassermann sehr stark, aber Waage auch. Fische, wie du siehst, ich sehe hier eine Blockade. Ja? Also hier mit der Gehängte und zwei der Schwerter gibt es hier eine Blockade in der Kommunikation. Ich blockiere eine Person in der Kommunikation. Oder ich blockiere einfach eine Person. Es gibt hier eine Person, die sich auf eine klare Defensive stellt. Die Königin der Schwerter stellt sich auf eine Defensive. Kannst du die Königin der Schwerter sein, die eine Entscheidung treffen muss hier? Fische, ich weiß auch nicht. Schau mal hier, die Königin der Schwerter und zwei der Schwerter. Die Königin der Schwerter hat hier eine Entscheidung zu treffen. Denn die Königin der Schwerter schaut sich diesen zwei der Schwerter an. Ja, man schaut die zwei der Schwerter an. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Es fällt aber kompliziert. Es fällt schwer. Ich sehe eine Dualität bei dir, Fische. Eine Dualität. Warum? Rat des Schicksals ist da und das heißt, wir haben hier mit dem Schicksal für dich zu tun und eine Dualität. Es könnte möglich sein, dass eine Person wieder in deinem Leben zurückkommt und du hier aber eine Entscheidung treffen musst, weil du hast schon eine neue Situation bei dir. Ja. Ich spüre eine Dualität hier bei dir, Fische. Rat des Schicksals, Karma-Zeit, den rückläufigen Merkur ab dem 5. August wieder da. Muss nicht unbedingt damit zu tun haben, damit ein Ex wieder zurückkommt. Muss nicht damit zu tun haben. Aber doch, den rückläufigen Merkur hat schon einen großen Einfluss in viele Dinge, auch Internet. Immer vorsichtig jetzt in dieser Zeit, ja. Also auf jeden Fall, das Gefühl wäre, eine Person der Vergangenheit und eine neue Person. In deinem Leben ist eine neue Person. Und wenn du sagst, noch nichts, das wird kommen, weil der Stern ist bei dir zweimal. Vielleicht Sternzeichen Wassermann oder sehr viel Wassermann in den astrologischen Chart. Oder du hast Sternzeichen Wassermann in deinen astrologischen Chart. Viel Luftelement. Eine Person hier hat sehr viel Luftelement, ja. Ja, Fische. Das kann auch Sternzeichen Steinbock sein. Die Person der Vergangenheit, die sich viel Zeit genommen hat, weil in einer Beziehung war oder wie auch immer. In manchen Fällen ist die Person jetzt frei, hat sich getrennt, geschieden. Ja, und jetzt kommt die Person an. Also das Gefühl ist, eine Person der Vergangenheit hat sich sehr viel Zeit genommen. Die Gründe sind da verschieden. Wie ich immer sage, familiäre Situation, Arbeit oder wie auch immer. Jetzt kommt die Person. Aber in deinem Leben scheint eine neue Person zu sein. In manchen Fällen mit dieser Person hast du zusammengearbeitet. Oder das Gefühl wäre, diese Person, die von der Vergangenheit jetzt kommt, kennst du ja.
Mit dieser Person hast du entweder zusammengearbeitet oder die Verbindung ist die Arbeit. Eine Person kommt zurück. Rate Schicksals. Ich meine, was soll ich dir hier sagen? Ja. Starke Energie. Ass der Schwerter in dieser Position. Das ist meine Lieblingskarte. Neue Liebe. Gibt's ja nicht, oder? Ich sage es dir, halt dich fest, weil es kommen Kurven. Neue Liebe. Ass der Schwerter. Neue Liebe. Ja, hier kommt eine Person der Vergangenheit. Ja, einen Ex und eine neue Person. Sicher. Facecare. Jemand ernährt sich hier etwas gesunder. Hier kommt eine Person, die Lust auf dich hat. Diese Person kennst du durch eine Veranstaltung. Und die rote Fahne. Die rote Fahne, Fische. Die rote Fahne. Weißt du warum? Du hast hier Ratte Schicksals und die Karte der Teufel. Rote Fahne. Warum? Weil das ist eine Situation, die du, wo du wirklich vorsichtig sein solltest. Ja. Augen auf. Augen auf, Fische. Du hast für mich hier die Karte 9 der Stäbe. 9 der Stäbe. Also so eine Art von sei vorsichtig. Es kommt eine Person oder eine Situation, sage ich jetzt mal, eine Situation, die du natürlich schon kennst von deiner Vergangenheit, wo du wirst schwach vor dieser Situation, weil es gibt hier eine starke Anziehung in manchen Fällen für diese Person tatsächlich. Diese Person für dich, du für diese Person, kann schon möglich sein. Oder dass das mit manchen Suchtverhalten zu tun hat. Und da, du musst vorsichtig sein. Ne? Du wirst hier zwischen einem Ex und einer neuen Person sein. Diese Karte kam nämlich auch, wie gesagt, für kommende Woche auch für andere Sternzeichen. Die Karte der Teufel, die Karte der Teufel, Rat des Schicksals, und du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Das ist eine Vergangenheit. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Das ist für mich wie die Karte der Tod. Du hast hier die Karte der Tod und die Karte der Teufel. Also wir reden hier über einen Vampir. Tatsächlich einen Vampir. Eine Person, die dir sogar deine Energie rauben kann. Und dann zeigt sich hier die neue Liebe. Ass der Schwerter und die neue Liebe. Neue Anfänge gibt es hier. Neue Anfänge. Du bist kurz davor. Du bist kurz davor. Warum? Weil du hast diese Kombination auch. Du hast hier die Karte der Sterne und Rat des Schicksals. Das spricht für mich für Schicksal und für eine neue Situation in deinem Leben, was auch mit dem Schicksal zu tun hat. Aber du hast eine karmische, toxische Situation mit einer Person der Vergangenheit. Karmische und toxische Situation. Fische, also man sagt hier, ernähr dich etwas besser, etwas gesunder, trinke mehr Wasser, sich mehr gesund ernähren. Und in der Mitte, interessant, vielleicht sagt dir das etwas, du hast hier einen Garten, einen Gärtner, eine Person, die im Garten arbeitet oder einen Gärtner ist, wie gesagt. Hier reden wir über Erde-Element, nochmals Stier, Steinbock, Jungfrau. Steinbock sehr stark bei dir hier, aber es kann auch Jungfrau, Stier sein, mit diesen Ritter der Münzen. Ich spüre hier nochmals vielleicht die Arbeit sogar. Weil Fische, also der Teufel, Ritter der Münzen und Ass der Schwerter, ich kann hier die Liebe haben, natürlich, also du, eine Liebe und so, aber es kann auch über Arbeit reden, dass du was Neues anfängst. Für eine Gruppe, ich sage jetzt wegen dieser Karte hier, diese Karte spricht über Arbeit.
Von da aus, es könnte möglich sein, dass für dich das mit Arbeit zu tun hat, ja. Arbeit und so weiter. Face Care. Das Wort Care, also vorsichtig oder achtsam bleiben. Ja, achtsam bleiben. Weil Fische, Ast der Schwerter, spricht natürlich über Entscheidungen, aber auch über einen Schluss in einer Situation. Also ich setze Grenze, ich mache einen Schluss. Ich bleibe bei meiner Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich bleibe in einer Wahrheit. Ja? Und das zeigt sich bei dir ständig. Du hast ja der König und die Königin der Schwerter. Die Königin und der König der Stäbe. Ja? Es gibt hier schon diese Situation. Die Karte, die Welt, spricht auch über Kommunikation oder über einen Zyklus. Das ist ein Zyklus hier bei dir. Ja, das ist ein Zyklus hier. Hier habe ich eine Person, die sich fit hält. Also du hast hier diese Karte plus diese Karte plus diese Karte. Du hast sehr gesunde Karten auf dem Tisch, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja? Manchmal habe ich auch nur Karten, die über eine Krankheit reden. Bei dir habe ich viele Karten, die über die Gesundheit reden. Sport treiben, Fitness, Sport, gesundes Essen, viel Wasser trinken, selbst im Garten oder mit der Pachamama, in der Mutter Natur mehr verbunden sein. Also eine sehr positive Energie habe ich hier bei dir. Ja, wir haben hier bei dir einen Zyklus, Fische. Einen Zyklus. Ja, eine Entscheidung. Sternzeichen wieder zeigt sich. Ich habe hier der Herrscher und eine Puppe der Kerlchen. Und die Nummer 2, 2. Ich habe jetzt. Ja, die Nummer 222. Die Nummer 2 ist wichtig für dich. Du hast die Nummer 222. Also es handelt sich hier um eine Entscheidung, die dir vielleicht schwer fallen wird. Zwei Möglichkeiten. Den Monat Februar ist wichtig für dich. Doch, Sternzeichen Wassermann, irgendwie zeigt sich sehr stark bei dir. Aber du siehst hier Sternzeichen wieder und ich sehe hier zwei verschiedene Personen. Eine Person der Vergangenheit und eine Person der Zukunft. Weil in manchen Fällen für manche ist diese Person noch nicht da. Aber diese Person, vielleicht lernst du diese Person jetzt neu, jetzt gerade kennen. Also diese Person ist gerade neu für dich, noch. Oder sonst wird die Person noch kommen. Aber hier zeigen sich zwei Energien. Und eine Person ist jünger als du, die andere ist in manchen Fällen älter oder so alt wie du. Aber die eine, die sehr wahrscheinlich du neu kennenlernen wirst, ist jünger als du. Ja, die Nummer 22, ja, Ast der Kelchen. Du bleibst in deiner Selbstliebe. Eine Person hier, ja. Geld sieht man auch bei dir. Schütze, Löwe, wieder. Feuerelement zeigt sich. Eine Person, also Schütze, Löwe. Ich sehe, man kann hier sowieso mehrere Energien haben, ja. Ja, also Fische, hier zeigen sich zwei verschiedene Energien, aber in manchen Fällen, da ich die Karte die Welt hier habe, die Karte die Welt, wir können hier über mehrere Menschen reden, über mehrere Kontakte. Eine Person, die mit dir eine geografische Distanz hat, hier zeigt sich Sternzeichen Löwe. Eine andere Person ist hier, die du vielleicht durch die Arbeit kennst oder die Arbeit die Verbindung ist oder wie auch immer, oder da wo du deine Leidenschaft hast, Sternzeichen Schütze. Und dann, wie gesagt, ich habe hier mehrere Situationen. Ja. Ich denke, du wirst schon wissen, was du hier machst, natürlich. Weil du Klarheit hast. Du hast schon Klarheit. Schau mal, Kinder sieht man hier. Kinder beeinflussen haben Einfluss in dein Liebesleben. Kinder. Und in Bälde. Also die Energie sagt dir, Fische, liebe dich zuerst selbst. Liebe dich zuerst. Weil in Bälde wird hier was
geschehen. Also Fische, die Karte, die von hier gekommen ist, steht, also eigentlich steht hier putzen, fange mit dem Aufräumen auf. Man muss aufräumen, putzen, das Haus putzen, die Wohnung putzen. Interessant ist, es kam auch diese Karte, die auch über das Zuhause spricht. Erzengel Michael, dein Zuhause wird von Engeln beschützt. Interessant ist, dass diese Karte auch gekommen ist. Und hier spricht man auch über dieses Aufräumen, Putzen. Ja, natürlich weiß ich, damit wird auch gemeint, wir müssen ja Platz machen. Ja, unsere Platz machen bei uns zu Hause, putzen natürlich, aber auch unsere Energie. Damit was Neues reinkommen kann, muss ich natürlich die Vergangenheit loslassen. Sobald ich die Vergangenheit loslasse, kommt in meinem Leben was Neues an. Sonst vorher nicht. Ja? Erstmal muss ich putzen, Platz machen. Und das heißt aber auch zu Hause putzen, aufräumen. Wenn wir über Aufräumen, Putzen reden, hat mit uns selber zu tun, mit unserer Energie natürlich, aber auch mit unserem Zuhause. Es muss alles geputzt werden, alles sauber sein. Es muss alles sauber sein. Kein Schmutz nirgendwo, es muss alles aufgeräumt sein. Und ja, manche werden sagen, das mache ich doch. Ja, aber ich muss es sagen. Ja, es ist sehr wichtig, dieses Platz machen. Zu Hause wie in unserer Energie. Und bleibe flexibel. Bleibe flexibel, weil, wie ich dir gesagt habe, Fische, es kann sein, dass die Person, die du neu kennenlernen wirst, Altersunterschied mit dir hat. Altersunterschied. Mäßige deine Emotionen, sagt hier diesen Orakel. Mäßige deine Emotionen. Hier zeigt sich auch Sternzeichen wieder. Löwe zeigt sich auch, wie gesagt, Fische. Fische, das ist die Energie für kommende Woche. Und wir reden natürlich hier über den Schicksal bei dir, über Karma-Zeit. Und dass du Entscheidungen treffen wirst. Du wirst hier Entscheidungen treffen, weil du hast erste Schwerter genau da in dieser Position und die Nummer 2 oft das. Also es kommt hier, es kommt zu einer Entscheidung bei dir. Ja. Und nicht vergessen, wenn eine Situation sich wiederholt, einen Zyklus sich wiederholt und das mit dem Schicksal zu tun hat, das heißt aber nicht, dass du mit dieser Person der Vergangenheit bleiben sollst. Das ist nicht richtig. Das Universum prüft dich. Ja? Das Universum prüft dich. Möchte wissen, ob du eine Lektion gelernt hast. Ja? Man möchte wissen, wie viel Kraft du gegen den Teufel zeigen kannst. Denn nicht vergessen, das ist der Teufel. Der Teufel ist eine Person, die nicht hässlich ist, gar nicht hässlich ist. Und das ist deine Schwäche, das ist eine Schwäche für dich. Also von da aus, die Energie sagt, man möchte sehen, wie viel Kraft du zeigst gegen diese Situation, in manchen Fällen, diese Situation, diesen Suchtverhalten, diese Person. Man möchte sehen, wie viel Kraft du zeigst. Ob du diese Lektion gelernt hast, ob du losgelassen hast. Weil nur dann, wenn das so ist, wird diese neue Situation auf dich zukommen, deine Bestimmung. Nur dann, sonst nicht. Deswegen, die Energie spricht nicht für uns alle Fische gleich. Wie ich immer sage, Tarot, die Energie vom Tarot ist von unseren Schwingungen, unsere Schwingung, unseren spirituellen Weg und unsere aktuelle Zeit bedingt. Ja? Die Energie ist bedingt von diesen Faktoren, weil es kommt jetzt darauf an, in welcher Zeit ich mich befinde. Wie ist mein spirituellen Weg und meine Schwingung? Und dementsprechend wird sich die Energie früher oder später zeigen. Das hat so eine Logik, denn wir haben nicht alle das gleiche Leben und wir sind auch nicht alle in der gleichen Zeit. Und die Karte der Stern ist eine Karte, die für die Zukunft spricht und eigentlich nicht schnell ist. Die Schnelligkeit hier beeinflussen wir selbst. Ja?
Es kommt auf meine Veränderungen drauf an, wie schneller oder ich bin, und dementsprechend wird diese Karte schneller oder langsamer sein. Ja, also das muss uns schon klar bleiben, weil manchmal denke ich, die Menschen irren sich hier schon ein bisschen. Man denkt tatsächlich, diese Energie wird so kommen, weil nee, wird kommen, wenn du es willst. Ja, also die Energie irrt sich nicht. Ja, Tarot irrt sich nicht. Ich in manchen Fällen, aber Tarot nicht. Und Tarot ist schneller oder langsamer für dich, so wie du es willst. Die einzige Person hier, die einen Einfluss drauf hat, das bin nicht ich, das bist du. Ja, das muss ziemlich deutlich bleiben. Für dich, Fische, und für die Crosswatchers, ja. Also, das ist einfach Fakt, ja. Und weil ich denke, manchmal, wir irren uns ein bisschen. Bisschen nicht, ganz schön viel. Fische, das ist die Energie. Das Rad bewegt sich eigentlich sehr positiv sogar für dich. Und jetzt, du wirst vor einer Entscheidung sein. Und jetzt, es kommt darauf an, was du hier beweisen kannst, was du hier gelernt hast bis jetzt, ob das Rad sich für dich positiv also bewegt oder halt noch ein bisschen langsamer ist. Das entscheiden wir. Also Fische, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos und wir sehen uns bald, Fische. Tschüss.